Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lahn und euch wieder für euch in Dragonfly unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den ihr einmal findet unter Berufe und dann Lederverarbeitung. Und hier haben wir das Achievement, ihr habt nichts gesehen und dieses kam mit Patch 10.1.7 rein und dafür müssen wir Folgendes machen. Stellt, während ihr euch in Düsterbruch im Kampf mit Hauptmann Krummbruch befindet, mit dem Beruf der Lederverarbeitung einen Ogeranzug, der Gordok her und verwendet ihn. Und dafür müssen wir als erstes in eine Instanz rein. Und zwar einmal hier nach Düsterbruch. Und wichtig ist, ihr müsst in Düsterbruch, also das erstmal ist das in Farallas, ne, falls ihr das nicht kennt, hier Farallas, Düsterbruch. Und in Düsterbruch gibt es drei Eingänge. Einen gibt es rechts, einen gibt es oben und einen gibt es links. Ihr müsst in den oberen Eingang in Düsterbruch rein und dann hier die Instanz durch bis zum, ja, je nachdem, wie man es nimmt, hier sind drei Bosse, vierten Boss. Und dort haben wir einen Goblin hocken. Und zwar der Hauptmann Krummbruch, der ist oben vorm Endboss. Und aber zum Goblin müssen wir jetzt erstmal gehen. Der steht hier in der Ecke. Und wenn ihr Lederverarbeiter seid und noch dementsprechend diesen Ogre-Umhang nicht craften könnt, dann könnt ihr ihn einmal anquatschen. Und dann hat der eine Dialogoption, dass man ihm sagen kann, hallo, ich bin Lederer, lehr mir mal den Ogeranzug. Und das müssen wir als erstes machen. Ich habe das schon gemacht, ich kann den auch schon bauen. Und wichtig ist, bevor ihr reingeht, holt euch die Materialien für den Ogeranzug. Das sind 4 unverwüstliche Leder, 2 Runenstoffballen und einen Runenfaden und dann ein Ogergerbemittel. Aber dieses Ogergerbemittel, das ist seelengebunden und das kriegen wir in der Instanz. Und dafür müssen wir von dem Goblin aus quasi einmal hier die Treppe nach oben laufen, da wo es ja auch weitergeht, ne? Und dann haben wir das hier in der Mitte drin liegen. Und das looten wir dann einmal. Und jetzt ist es so, dass wir diesen Ogeranzug bauen müssen, während wir mit dem Boss schon im Kampf sind. Ursprünglich konnte man mit dem Ogeranzug quasi den Boss skippen, denn mit jedem Boss, den man skippt, kriegt man beim Endboss quasi mehr Loot für so ein Tribut ran, ne? Weil die ganzen Kollegen, die man dann am Leben lässt, geben halt einem Tribut. So, jetzt ist wichtig, wir müssen den Body pullen, heißt, wir skillen am besten mal alles weg, was irgendwie Schaden macht, wenn er uns hittet. Deswegen skill ich jetzt mal meinem Druid hier diese Dornen weg. Eventuell habt ihr auch mit eurer Klasse irgendwas, das solltet ihr halt dann wegpacken, ne? Oder irgendwelche Proc-Geschichten, eher ungünstig. Genau, das haben wir weggepackt. Dann, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es so, wenn ich im Kampf bin, kann ich meistens keine Berufe mehr aufmachen oder dann buggen alle Sachen. Deswegen machen wir jetzt das Berufsfenster vorher auf, bevor wir quasi mit ihnen im Combat kommen, laufen in den Kollegen rein. Er hittet uns jetzt. Und jetzt, also ich habe schon ein Exemplar im Inventar. Ja gut, das muss ich jetzt wegschmeißen. Das ist natürlich jetzt blöd. So, also wir haben es gecraftet. Und jetzt setzen wir es einmal ein. Und ich habe ein Add-on-Problem. Jetzt mal gucken, wenn ich relog, ob das dann funktioniert. RIP, das ist natürlich jetzt Worst Case an der Stelle. Ich hätte mal TSM vorher ausmachen sollen. Gut, jetzt reloggen wir einfach einmal. Und dann hoffe ich mal, dass der Bug damit behoben ist und dass wir das Ding einsetzen können. So, nach gefühlt 100 Jahren Ladebalken haben wir es geschafft. Jetzt setzen wir das Ding ein und ihr seht, der Typ wird jetzt freundlich mit mir und ich habe einmal den Ogeranzug. Und ja, ich kann euch empfehlen, wenn ihr auch TSM drauf habt, es buggt bei mir ständig rum. Vielleicht macht das aus für den ganzen Spaß. Hat jetzt aber auch so funktioniert. Juti, dann sind wir eigentlich auch schon durch mit dem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin, ciao.